Nein, wir werden abgestaubt. Wir werden abgestaubt, oder? Hey, wir sind... Oh, was? Nee, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst, als ob das jetzt ernsthaft so funktioniert. Als ob man jetzt ernsthaft ein Extra-Leben hat. Clashgames-shop.de. Let's go, Alter. Kauf den Bums leer. Das ist ja unglaublich. Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr es gerade seht, ich gehe mal kurz ein bisschen zur Seite. Nach den Weltbestsellern Brawl Stars im Flughafen und Brawl Stars an der Raststätte spielen, gibt es heute einen dritten Part, und zwar Brawl Stars am Strand spielen. Ja gut, ich bin jetzt zwar nicht direkt im Sand, also ich stehe jetzt hier so knapp 5 Meter vor dem Sand, weil ich leider kein Stativ mitgenommen habe, was ich einfach so in den Sand stellen kann. Deswegen, ihr seht es aber trotzdem hier hinter mir, Ozean und der ganze Stuff ist am Start, Leute, das Meer. Ja, ich habe Gott sei Dank mir jetzt auch noch einen Tag ausgesucht, wo es nicht ganz so laut ist, deswegen... Ja, wir machen heute wieder Weltpremiere. Es gibt heute den dritten Teil, wo ich unterwegs bin und Brawl Stars aufnehme. Und zwar heute, ihr seht es Leute, Brawl Stars. Einfach mal am Strand spielen, dafür direkt mal 5000 Likes auf das Video, Leute. Und vergesst natürlich auch nicht, ein kostenloses Abo dazulassen. Und aktiviert die kleine Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Und ihr wisst es Leute, wenn ich unterwegs bin, dann poste ich auch immer sehr viel auf Instagram. Deswegen folgt mir auch gerne auf Instagram, @realclashgames. Und ja, ich bin jetzt hier gerade im Shop, habe eigentlich geplant, mir hier ein Angebot zu kaufen. Das gibt es aber inzwischen leider nicht mehr. Es gibt aber dafür ein anderes Angebot, Leute. Und zwar das Level 100 Pack. Es gibt kleines Extra, da kriegen wir 25% extra. Ich kann mir die Star Power von 8 mitholen. Plus auch noch die Star Power von dem Colt Master. Und ich glaube, wir werden einfach mal anfangen mit dem Level 100 Pack. Let's go. Perfekt. So, wir kriegen jetzt erstmal 200 Juwelen und 4000 Münzen. Und ich würde sagen, dann holen wir uns auch noch mal direkt das kleine Extra. So, sehr gut. Da haben wir das auch noch mal erledigt. Und ich würde sagen, dann holen wir uns doch auch, jetzt wo wir direkt Gems haben, auch schon mal direkt die Star Power von dem Ehrenbruder 8-Bit, Leute. Ihr kennt die Star Power. Und zwar einfach, dass sein Radius ein bisschen größer wird. Wobei, nee, wenn 8-Bit zum ersten Mal in einer Runde besiegt wird, wird er sofort wiederbelebt. Ach, okay, das ist die Star Power direkt. Lol. Seit wann hat er die denn bekommen? Ich dachte, es hieß irgendwie, dass er die jetzt auch erst im Laufe der Zeit bekommt. Moment, wo haben wir ihn denn jetzt hier? Wo bist du, Bratan? Da ist er. Ach, lol. Okay, das hätte ich gar nicht gedacht. Na gut, dann holen wir uns direkt mal die Star Power. Warum nicht? Direkt mal die neue Star Power von 8-Bit. Extra Leben. Ihr wisst Bescheid, Leute. Die testen wir dann gleich auch direkt mal aus. Und jetzt, wo ich gerade sowieso in Kauflaune bin, holen wir uns auch nochmal die Star Power von dem Ehrenbruder Colt. Oh Gott, hier ist gerade ein Strauch irgendwie. Ich hoffe mal... Ja gut, ich bin sowieso nicht perfekt belichtet, weil hier irgendwie Schatten, Sonne und alles aufeinander trifft. Okay, wir haben direkt nochmal die Star Power von Colt uns geholt. Und dann würde ich sagen, sind wir schon mal gut gewappnet. Ich habe hier auch, oh, okay, ich habe hier direkt die beiden Skins auch noch im Shop. Wollen wir uns davon direkt einen holen? Ich meine, Star Power kriegt man momentan sowieso relativ einfach. Und ich glaube, so ein Tara-Skin, ich schaue jetzt mal ganz kurz, welchen Brawler ich niedriger habe. Moment, oh, jetzt war es gerade schon perfekt geordnet. Wir holen uns die Star Power, den Skin von dem Brawler, den wir niedriger haben. Ich glaube, das ist dann tatsächlich, ja, Tara habe ich bei 554, Piper habe ich bei 500, wobei wir schauen nochmal ganz kurz, welche Map. Wobei, da wäre ja jetzt Tara ein bisschen besser, oder? Hm, also ich muss sagen, ich finde den Tara-Skin auch cooler, Leute. Ich muss sagen, ich finde den Tara-Skin auch cooler. Das heißt, wir holen uns jetzt als nächstes einfach nochmal den Iris Tara-Skin. Let's go, Alter. Okay, perfekt. Das heißt, wir sind gut gewappnet und gehen jetzt in unsere erste Runde Solo-Showdown und dann direkt auch einfach mal mit Tara, würde ich sagen, mit dem neuen Skin. Kann man einfach mal machen. So, alles oder nichts, Leute. Ihr wisst es, es gibt einfach keine bessere Map für so einen Anlass. Es gibt keine bessere Map. Okay, dann würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall eine Runde jetzt hier mit Tara und danach auch mal direkt eine Runde mit 8-Bit, weil ich mir gar nicht seine, ich habe seine Star Power selber auch noch nie ausgetestet. Das heißt, ich bin hier sehr, oh Mann, ey. Ich bin hier sehr, sehr gespannt. Okay, ich bin natürlich jetzt ein bisschen
eingeschränkt, weil ich eine Sonnenbrille auf habe, Leute. Das heißt, eingeschränkte Sicht. Aber ich werde das trotzdem reißen. Wir wollen auf jeden Fall keine Minuspokale machen, weil Tara habe ich schon relativ hoch. Ich bin momentan hier auch im Urlaub wieder gut am Pushen, Leute. So muss das sein. Neun Brawler leben noch. Da macht ein 8-Bit direkt mal miese Auge auf uns. Bro, mach mal kein Auge. Ich weiß, dass wir für dich vielleicht ein Snack sind, aber... Oh lol, okay. Jetzt hat der 8-Bit, hoffentlich holt der den Bull da mal weg. Dann haben wir schon mal einen weniger. Okay, 6 Leute leben noch. Wir machen hier gerade ein bisschen den defensiven Hasen. Okay, lol, der Bull hat noch jemanden weggeholt. Oh Gott, wir haben null. Wir haben einfach mal 0 Power Cubes, Alter. Was ist das schon wieder für eine Runde? Egal, Leute. Egal. Wir werden noch Vierter. Dann machen wir wenigstens Pluspokale. Wobei, wenn der leer. Aha, wir ziehen mal ganz kurz hier eben durch. Nee, Team, Bro, Team ist nicht. Team ist nicht. Dein Ernst, Bull. Dein Ernst. Dein Ernst. Dein Ernst, Bull. Komm. Gönn doch. Der Bull hatte 500 Leben, Alter. Der wäre ein One-Hit gewesen. Hatte ich eigentlich meine Ulti gerade? Oh, Leute, wir haben Hä? Ach, stimmt. Okay. Ja, gut. Ja gut, ich dachte, wir machen nur plus 1 oder 0 Pokale, aber inzwischen ist es ja auch ein bisschen anders geworden. Okay, plus 2 haben wir jetzt gemacht. Das heißt, als nächstes gönnen wir uns jetzt 8-Bit und da bin ich jetzt echt mal gespannt, was passiert, wenn wir mit 8-Bit jetzt einmal sterben. Mein Solo-Showdown sollte er dann ja eigentlich nicht respawnen, weil es wäre ja dann ein bisschen ziemlich OP, würde ich sagen, wenn das gehen sollte. Oh mein Gott! Nein, wir werden abgestoppt. Wir werden abgestoppt, oder? Hey, wir sind... Ah, was? Nee, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst, als ob das jetzt ernsthaft so funktioniert. Als ob man jetzt ernsthaft ein Extra-Leben hat. Wie OP ist denn diese Star-Power, bitte? Was? Was? Das ist nicht Supercells Ernst, dass die so eine Star-Power rausgebracht haben. Als ob ich jetzt sterbe und dann in Solo-Showdown noch weiterspielen kann. Was zur Hölle? Oh mein Gott, Leute. Also die Star-Power, so hätte ich die nicht eingeschätzt. So hätte ich die tatsächlich nicht eingeschätzt. Okay, wir halten mal lieber ein bisschen Abstand. Auf den Bull habe ich keinen Bock. Okay, der ist hier ein bisschen am Razor-Razern. Okay, ich habe jetzt mal zur Not einfach ihm mal gezeigt. Okay, Bro, ich habe auch... ein Damage Booster aktiviert. Ich habe auch den Energy Drink. Übrigens, Thema Energy Drink. Ich habe ein cooles Foto auf Instagram gepostet. Leute, das müsst ihr echt mal auschecken. So, tot. Perfekt. Alter, das peile ich jetzt echt nicht. Dass wir da gerade ernsthaft respawned sind. So. Tot. Perfekt. Tot. Und, na komm. Gönn. Gönn. So, okay. Wo ist er hin? Okay, wir haben ihn. Perfekt. Ah, Showdown. Okay, lol. Ja, gut. Dagegen können wir nicht viel machen. Gegen den Bull im Gebüsch, Leute. Ihr wisst es, keine Sorge, hier ist kein Bull drin. Leider gerade habe ich mein Merch nicht dabei. Aber egal, wir haben jetzt mit 8-Bit die Rang 20 Marke auch geknackt. Sehr geile Sache. Plus 300 Starpunkte. Damit haben wir schon fast wieder den Tara-Skin drin, den wir uns jetzt gerade gekauft haben. Und ich würde sagen, was machen wir denn als nächstes? Ich glaube, wir machen nochmal... Eigentlich müssten wir ja Brawl Ball spielen, aber es ist gerade keine passende Strandmap dabei. Es ist gerade... Kann ich kein Deutsch mehr? Es ist gerade leider keine passende Strandmap dabei. Ich überlege gerade noch irgendeinen Brawler, den wir hier gut passend spielen könnten, der so ein bisschen... Der so ein bisschen diesen Strand-Vibe widerspiegeln kann. Eigentlich ist es ja Poco. So, der Serenadensänger. Serenaden ist ja auch irgendwie. Weiß ich, ist das nicht was in Venedig oder sowas? Oder bin ich da jetzt gerade falsch? Komm, wir machen das nochmal. Oh Gott, mit Poco habe ich gerade so hoch, ey. Komm, Leute, wir riskieren es einfach. Wir riskieren es einfach. Alles oder nichts mit Poco. Ich will wenigstens keine Minuspokale machen. Dann ist alles cool, Leute. Dann ist alles cool. Wenn nämlich jetzt hier. Gut, Pokale machen können wir auch schon wieder auf 600 kommen mit Poco. Das wäre auch ganz knorke, aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden.
Okay, komm Leute, ich bin jetzt hier gerade auch wirklich so, also ich würde das jetzt als Serenade bezeichnen, wenn das jetzt das ist, was ich hier im Kopf habe. Also eigentlich müsste uns Poco jetzt die Power geben. Poco ist diesmal leider nicht mit im Urlaub, der war jetzt in Köln mit zur Gamescom. Aber jetzt hier auf Mallorca, da ist er nicht mit dabei. Kann auch nicht überall mit hinkommen, Leute. Das ist ja auch ein zusätzlicher Passagier, der kostet natürlich auch immer Geld, ja. Wenn ich dann nachher bei der Fluggesellschaft ankomme und sage, hier, mein kleiner Bruder, der Poco, der will hier auch auf dem Sitz sitzen, dann gucken die mich komisch an. Das ist dann natürlich auch nicht so gut. Okay. So, siebter sind wir schon mal. Immerhin. Da ist eine Shelly. Hier unten ist irgendwo ein Bull hingeboostet. Ich wollte gerade sagen, der ist da. Okay, wir halten uns wieder zurück, Leute. Alles oder nichts, ihr wisst es. Ich bin da immer der zurückhaltende Hase. Ihr kennt es aus Mego. Übrigens, viele fragen, ey, Clash Games, wann kommt mal wieder Mego? Wir sind immer noch in der Planung, Leute. Wir wollen dann natürlich jetzt nicht krasse Projekte nach krassen Projekten rausballern. Wir wollen ja auch, dass ihr ein bisschen gehypt da drauf seid. Deswegen lassen wir gerade auch ein bisschen Pause zwischen Mego und dem nächsten Projekt. Wobei, ich muss aber auch sagen, wir sind immer noch am Überlegen. Wir wollen natürlich auch einen würdigen Nachfolger zu Mego haben. Deswegen ist das Ganze hier ein bisschen kriminell. Okay, wir sind schon mal Dritter. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz einfach mal so ein bisschen provokant in die Mitte. Sag mal hier Hallo, 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 Hallo. Okay, wenn wir jetzt noch, wir haben unsere Ulti, wenn wir jetzt noch irgendwo einen Energy Cube finden, dann könnten wir das Ding sogar... Komm, gönn! Nee, das ist keine Chance. Egal, wir sind Zweiter geworden. Das müsste sogar reichen, um wieder... Ja, perfekt, 600 Pokale wieder mit Poco, Alter. Was geht ab? Sehr, sehr geile Sache, Leute. Und an der Stelle würde ich einfach mal sagen, was ist jetzt hier mit dem Video? Gönnt euch noch mal ganz kurz den schönen Ausblick. Ja, das Meer, es ist gerade schön ruhig. Kein Wind, keine Wellen. Kann man auf jeden Fall mal machen, Leute. Lasst, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr Bock habt auf weitere solche Special-Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten Brawl Stars-Video. Euer Clash Games und ciao. Ciao.